klärendes Gespräch, Josi und Erik Sindermann sind getrennt. Traurige Neuigkeiten aus Erik Sindermanns, 34, Liebesleben. Nachdem der Designer vor wenigen Wochen noch auf Wolke 7 geschwebt und von seiner neuen Freundin Josephine Lehmann geschwärmt hatte, kriselte es nur wenig später. Vor wenigen Tagen kamen dann auch noch Gerüchte auf, dass die Erfurterin fremdgegangen sein soll. Ein intensives Gespräch sollte Klarheit schaffen. Jetzt meldete sich der Berliner mit dem Ergebnis, Erik und Josi gehen getrennte Wege. In einem Instagram-Video berichtete der 34-Jährige sichtlich niedergeschlagen von den neuesten Ereignissen. Josi und ich haben die Nacht nochmal ein bisschen länger darüber gesprochen und es steht fest, dass wir ab heute nicht mehr zusammen sind. Dabei habe der einstige Sommerhausbewohner noch eine Zukunft gesehen. Von meiner Seite aus, ich hätte ihr ganz klar noch eine Chance gegeben, weil ich trotzdem irgendwo noch daran geglaubt habe. Aber sie hat mir ganz klar zu verstehen gegeben, dass es für sie keinen Sinn mehr macht und dass es besser ist, wenn wir getrennte Wege gehen. Erst gestern hatte Dr. Sinsen gegenüber Promiflash erzählt, wie schlecht es ihm mit der gesamten Situation gehe inmitten des Fremdgedramas geht. Ich bin gerade in einem Schockzustand. Ich kann es immer noch nicht begreifen. Ich habe gerade große Selbstzweifel, warum das gerade mir passiert ist, hatte er frustriert eingeräumt.